Hallo zusammen. Wir machen nicht nur Kühlboxen für einen Camper und Kühlboxen fürs Militär und Pharma und minus 80 Grad. Wir machen auch Testgeräte, Kühlgeräte für Testgeräte, für Coronaviren, alles Mögliche. Und hier zeige ich euch einen Briefkasten. Das ist ein für eine Paketfachanlage ein Paketkasten. Und zwar kennt ihr das, eine Überbauung, da sind 100 Briefkästen, da können Sie reinschmeißen Briefe und dann hat es auch noch Paketfächer, da kommt der Herr Meier, kriegt ein Paket, da kann der Fahrer vom Paketdienst da drücken. Meier, Paketfachgröße, ML und so weiter und kann sein Paket reinstellen. Und der Meier kriegt ein SMS oder eine WhatsApp-Nachricht oder wie er hinterlegt ist, dass er was deponiert bekommen hat. Jetzt kommt ja auch immer weiter die Online-Einkäufe über Lebensmittel. Und hier ist jetzt ein, da sind wir im Kleinseriestadium, von Kühlschränken für Paketfächer. Weil wenn der Paketfahrer dann kommt, Liefere at home und eat at home und sowas, dann kann er hier seine gekühlten Lebensmittel reinstellen, beziehungsweise tiefkühlen. Wir bauen das nicht für uns, also ihr könnt den Briefkasten bei uns nicht bestellen. Und zwar haben wir hier keine Scharniere, die kommen dann vom Paket. Vom Briefkastenhersteller, wir machen nur den Kühlschrank. Das ist also die Türe, die wird so bei uns geschäumt mit Deckeldichtung. Und dann hier drin hat es Platz für eine Papiertüte oder ein kleines Paket. Wir sind jetzt dran, das Teil noch größer zu bauen, also, weil der Bedarf wird immer größer. Also da sind wir dann im Prototypenstadium. Momentan liefern wir die Teile mit diesem Standard-Digital-Thermostaten aus. Das sollte dann aber noch über die Steuerung vom Briefkastenhersteller oder von dieser Anlage kommen. Ja, sowas als Tiefkühler, Sonderanfertigung. Hier haben wir einen Ausschnitt für Schloss, weil die Türe springt dann automatisch auf. Und das Kühlaggregat, das steht jetzt hier oben drauf zur Auslieferung und das hat eine längere Leitung, das wird je nach Anordnung, wird dann das auf die linke Seite oder rechte Seite geschraubt oder wenn man dann davor steht, gibt es die Möglichkeit, das eine Kühlaggregat kommt hier hin und von dem Fach nebendran kommt es hier oben dran und dann haben wir das Kühlaggregat so versorgt. Ich weiß nicht, ob ich einen Link finde, wie so eine Paketanlage komplett aussieht. Aber sonst, das ist das, was wir auch noch so machen, nebenbei. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.